Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 18 Karrieremodus mit dem SSV Bergsporn gegen den Kaiserslautern heute. 15. Platz des Kaiserslautern, wir sind Zweiter, müssen jetzt aber auf jeden Fall die Punkte einfahren. Weil ansonsten wir ziemlich viel Punkte verlieren. Ich will heute ein bisschen eine andere Aufstellung probieren. Ich will auf jeden Fall, dass die Mitte dicht ist. Die Mitte soll dicht sein. Wir wollen aber. Vierer Abwehr mag ich eigentlich sehr. Fünfer Abwehr finde ich immer so ein bisschen Bollwerk. Da freue ich mich halt nicht so mit an. Nee, nee. So wäre die Mitte halt dicht. Das ist ein Unterschied zwischen denen und denen. Ah, da sind die ein bisschen defensiver, okay. 4, 2, 3, 1. Ja. Oh, das ist halt komplett dicht normalerweise. Das ist auch kompakt. Das 4, 2, 1, 2. 4, 3, 3. Okay. 4, 3, 3 könnten wir auch spielen mal. Mit der falschen 9. Das hier? Naja. Ne, dann nehmen wir mal das 4-3-2-1. Warte, 4-3-1-2. 4-2-1-2. Was ist der Unterschied davon? Sind die ein bisschen offensiver, da sind die defensiver. Wir nehmen das 4-1-2-1-2. Ja, da sind wir ziemlich kompakt und brechen jetzt einfach nur durch die Mitte durch. Das heißt, hier möchte ich jetzt diesmal nochmal ein Carbone drin haben. Nee, der Zipperling ist nicht nur so mein Typ. Ich brauche jemanden mit ziemlich viel Passen. Der Steinheuer könnte. Der Lenniger, okay. Der Mula ist aber, glaube ich, unsere Passgranate. Der Zipperling hat auch ziemlich viel Passen. Nee, der Mula geht mal da vorne hin. Ich glaube, der hat nicht so viel Schießen, aber dafür passen halt. Oder kann der passen? Wir können genau gleich passen, ne? Passen hat der? Warte. Machen wir mal so. Passen. Langer Pass. Kurzer Pass. 83. Was ist jetzt hier so mit Zipperling? Wie viel Passen hat der? 82. 82. Wie viel Passen hat er? 79. 84. Das heißt, unser Jacek. Geht mal dahin. Und die hier. Die bleiben, glaube ich, einfach so. Ja? Die bleiben, glaube ich, genau so. Ja. Der Rutzer geht hier mal raus. Da fällt ich gerne eine Defensive noch dran, der Rupert. Ja, gut, dann starten wir so erstmal rein. Gehen heute ziemlich viel durch die Mitte. Ich will aber mal eben schauen, dass ich die Anweisung richtig habe. Zentral orientiert nach außen ziehen. Nee, wir bleiben zentral. Also wir wollen heute echt mal ein bisschen Offensivläufe. Abwehrüberlauf, immer Abwehrüberlaufen. Also das will ich heute mal ein bisschen so haben. Der hier. Manndeckung. Nee. Energisches Abfangen auf jeden Fall. Da will ich heute auf jeden Fall ein bisschen schauen, dass ich da was mache. So. Mal schauen, ob das funktioniert. Ja, ansonsten können wir immer noch umstellen. So, los geht's. Willkommen zu diesem Spiel, liebe Zuschauer. Mein Name ist nicht Frank Buschmann und mein Name ist nicht Wolf-Christoph Fuß. Wir kommentieren es trotzdem und gleich geht's los.
Und heute erwartet uns die Partie 1. FC Kaiserslautern so. Gegen den SV Sand. Ja, wir haben ja die letzten zwei Spiele verloren. Das war ein bisschen, ja, ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. In Magdeburg war es nicht nötig. Sie gehen heute in 5-4-1 in diese Partie, Buschi. Weil das ist keine ungewöhnliche Formation. Auch wenn viele ja heutzutage lieber mit der Doppel-6 spielen. Oh, wäre der drin gewesen, ne? Hätte ich mich direkt gefeiert. Ja, Magdeburg war halt Pokalspiel, ne? Pokalspiel ist immer sehr viel möglich. Ist ja gerade der Hildebrand hingegangen. Willst du mich verarschen, Hildebrand? Die Gäste bisher mit der ligaweit besten Auswärtsbilanz. 8 Siege aus 10 Ligaspielen stehen für das Team schon zu gut. Da bekommt er Unterstützung. Hat. Klasse Technik. Und gestern noch gegen Braunschweig. Braunschweig hat mich ein bisschen geärgert. Also das ging gar nicht, finde ich. Gegen Magdeburg, ja, kann man verlieren, auch wenn die Drittligisten waren. Die haben jetzt nicht schlecht gespielt. Aber Magdeburg war halt, wir haben kein Tor geschossen und so weiter. Dann haben unsere Spieler halt auch schlecht gespielt. Was? Wieso klärt der in die Mitte, Alter? Manchmal könnte ich mich selbst irgendwie aufregen, über mich selber einfach. Doch, Carbone, ne? Der. Ich weiß nicht, was es mit dem los ist. Ist ja schon Altersdemenz oder so. Hat er vergessen, wie man Fußball spielt? Und direkt zurückgespielt. Nein, Mann. Der Angriff ist erstmal vorbei. Also man kann in der Mitte, wenn man 4-1-2-1 so spielt, eng, auf jeden Fall gut zusammenspielen in der Mitte. Das auf jeden Fall. Das sollte ich auch ausnutzen. Konterchance, vielleicht jetzt. Und er bleibt halt echt in der Mitte. Er geht halt echt nicht raus. So, was machen Sie noch? Jetzt Grill heißt der Junge. Wie kann ein Typ mit so einem Namen einfach den Ball halten? Der Typ, der im Tor ist, ist einfach im Tor geblieben. Alles klar. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Ja, wir haben halt im Mittelfeld immer schön die Überzahl. Der Zippi geht halt auch sehr schön nach vorne immer. Fängt diesen Ball ab. So. Und wieder über die Mitte. Wir dürfen nicht aus der Drehung spielen. Mann. Das haben die doch gepatcht. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ich mach's trotzdem. Mann. Ja. Unser Ball und... Mann. Das könnte gefährlich werden. Ich will ja auf jeden Fall so ein, zwei Formationen haben eigentlich, die ich kann. Ja. Jetzt die Flanke. Das ist natürlich immer doof, wenn man gerade das erste Mal eine Formation spielt. Aber, besser als, wenn ich die gar nicht spiele und dann auf einmal den Pokal oder so anwenden möchte. Lauf doch durch. Wieso läuft der nicht durch, der Typ? Jawohl, das ist unser Elfmeter. Okay, alles klar. So. Oh, das wird knapp. Ich wusste es. Ich hab's euch schon gesagt. Oh, das wird knapp. Und der Typ, der trifft einfach nicht. Er trifft einfach nicht. Ah, ich wollte sicher gehen. Mann. Ist immer so. Hältst du eine Millisekunde zu lange, ist er drüber. Auch wenn ich schon mit Hilfe spiele, ne? Ah, so, duckt er sich weg. So, natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Das gibt. Wie kann das Ecke sein? Wie kann das Ecke sein? Das geht nicht. Jetzt Eckball. Was war das denn? Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Und ein Spieler ist verletzt. Der Mula oder so.
Nee, nicht der Müller. Hä? Henning? Wer ist denn das? Carbone. Oh, das ist ja schade. Dass Carbone jetzt verletzt ist. Das ist ja schade. Jetzt muss echt der Röse da rein. Oh, schade. Oh. Okay. Ich glaube, da hätte ich mich auch verletzt. Da hätte ich mich, glaube ich, auch verletzt. Da musste er runter wegen der Verletzung. Jetzt Tor. Ja, und dann geht's hier jetzt mit Schiedsrichterball weiter. Ja, okay. Halbzeit. Zur Pause für beide Teams vor. Ja. Bin ich damit zufrieden? Wir machen es einfach mal. Wir machen erstmal weiter. Es war bislang jetzt nicht so erfolgreich, aber was noch nicht ist, kann hier noch kommen, ne? Mitte ist halt dicht. Mitte ist okay. Ja. Jetzt gehen die halt über die Außen. Verlieren den Ball. Alles gut. Und da ist der lange Ball. Geh nach innen. Schuss selber. Jawohl. Endlich. Meine Güte. Danke, Tröder. Das war ein Olli-Tor, ne? Oder? Ne, war es doch nicht. Schade. Achtes Tor? Ja. Achtes Tor in der Bundesliga. Der Tröder muss eh noch viel mehr Tore machen. Das hat auch gut geklappt. Warte. Wenn die alle in der Mitte sind, ne? Und ich meinen Stürmer vielleicht nach außen orientiere. Einer der Spieler scheint sich hier verletzt zu haben. Und deswegen unterbricht der Schiri auch kurz das Spiel. Dann könnten die Außen vielleicht mega Platz haben. Geht weiter mit Schiedsrichterball. Und der verletzte Spieler ist mittlerweile vom Feld. Das mache ich mal. Jetzt probiere ich schon mal aus. Anweisungen. Die bitte alle nach außen. Nach außen. Ja, dann können die vielleicht reinziehen und dann ziehe ich das Spielfeld halt unnötig in die Breite, ne, wodurch halt meine Mittelfeldspieler dann wieder Platz haben. Guck hier. Zack. Und drüber. Wie immer. Er kommt noch nicht mal zur Wiederholung oder ein Wein vom Spieler. Ne? Der weiß einfach selber, es war einfach schlecht. Ziegler. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Da holt er den Ball zurück. Vene. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Und Müller. Und. Ah. Komisch, was. Wird das was? Nein, Lichte. Junge. Der Typ, der guckt einfach zu. Er guckt einfach zu. Für mich aber, ne? Ich habe auf. So, Steinheuer kommt mal für den Mula. Ja, für mich. Es wird jetzt eine Auswechslung geben. Das könnte gefährlich werden. Nein! Es sah allzu schön aus. Und dann habe ich zu lange gewartet. Ich darf nicht lange warten. Ich muss eigentlich immer nur passen drücken. Passen. 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 Schuss. Passen. 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 Schuss. Passen. Shit. Oh. Da geht er gut dazwischen. Lauf. Zieh nach außen, Junge. Ich hab doch gesagt, du sollst nach außen. Er geht nicht nach außen. Mann. Er bleibt in der Mitte. Ich hab gesagt, er soll nach außen ziehen. Zumindest außen stehen. Ja, er stand aber innen. Jetzt habe ich mich gerade selbst ausgespielt. Jetzt wollen die
Nochmal. Komm. Oh. Los, er knallt den Ball. Kein unnötiges Gegentor jetzt. Nochmal. Okay, Ecke. Ecke. Dass sie nicht noch spät einen Gegentreffer kassieren. Ecke kommt. Und weg damit. Tempo. Er ist im Abseits, Nein. Das hat mich gerade mega an das Training erinnert, ne? In FIFA. Da gibt es auch so eine Offensiv-Ausspielübung, ne? 3 gegen 2 oder so, und da muss man auch so ausspielen einfach. Und da kenne ich das auch nicht. Komm, Abpfiff. Jetzt Abpfiff. Ja, sehr nice. 1-0. Okay. Aufstellung war, Formation war okay, ja. Ja, war jetzt aber nichts Besonderes. Also, nichts, wo ich jetzt sagen würde: Boah, das war geil, das war Hammer, das war super. Was ganz gut war, war halt, dass die Mitte halt relativ dicht war. Ja. Vorne weniger los, aber war okay, ne? Vielleicht komme ich damit auch einfach nicht klar, wenn ich so viele Torchancen habe. Wenn ich so viele Torchancen habe. Der Scholtisek verbessert sich schon wieder. Reflex ist einfach krass. 86, Junge. Mann, oh Mann. So, was gibt's hier? Unsere Ziele sind gefährdet. Ja, ich weiß. Spieler verletzt. 7 Monate. Kreuzbandriss. Okay. Ja. Hier, das ist halt verletzt. Gefährdet. Spielergehälter maximal 15%. Ja, kann ich jetzt aber nichts daran ändern. Ne? 69 ist schon gefährlich eigentlich. Ja. Sollten wir verbessern. Ja, das wird vielleicht ein bisschen chaotisch. 7 Monate, Alter. Dann sind wir im Dezember wieder fit. Geil. Nein. Oberlin. Ja. So gut ist er nicht. Der kann weg. Nee, den hatte ich gar nicht. Wer war sonst noch? Nationaltrainer auf Härte. Was ist das? Indien. Ja. Ja, die Inder. Schneller. Ich will nicht mit Indern zusammen sein. Unsere Ziele sind gefährdet. Die spezifischen Ziele, ja. Da muss ich auf jeden Fall noch was verkaufen. Ich glaube, die Transferphase ist erst nächstes Jahr dann. Also wird ein bisschen knapp. Oben steht schon 68. Ich will dir nichts sagen, aber 68 ist nicht gut. Unter der Zielvorgabe. Ligameister werden. Ja, die Spielergehälter ist halt kritisch. Mann. Gut, dann spielen wir morgen gegen Union Berlin. Die sind momentan 13. Kann ich wieder ein bisschen ausprobieren. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Ciao.